Moin und willkommen bei EMPTV. Heute habe ich für euch 10 Anzeichen dafür, dass ihr süchtig nach Videospielen seid. Ich sage nicht, dass das was Schlimmes ist. Alle Produkte, die ich anhabe, sind natürlich nochmal unten in der Infobox verlinkt, also ab dafür. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass ihr süchtig nach Videospielen seid. 10 davon habe ich euch heute mal zusammengefasst. Los geht's mit Numero Uno. Du willst nichts anderes mehr machen, als zu zocken. Freunde doof, Familie doof und rausgehen sowieso doof. Wer kennt das nicht? Jeder hat mal so eine Phase. In Extremfällen wollt ihr sogar nicht mal mehr rausgehen, um neue Games zu kaufen. Deswegen sage ich nur, gut, dass es Steam gibt. Nummer 2. Du hast keine Zeit mehr zu essen oder zu trinken. Das Klischee vom fetten und schwabbeligen Gamer ist ja wohl sowas von überholt. Ein echter Gamer hat keine Zeit zu essen oder zu trinken. Der ist dünn wie ein Spargel. Nummer 3. Schlafen? Was ist das? Jeder weiß, dass die Nacht die beste Zeit zum Zocken ist, also warum die Nacht mit Schlafen vergeuden? Wer weniger schläft, ist länger wach und hat somit mehr Zeit zum Zocken. Anzeichen Nummer 4 dafür, dass ihr spielesüchtig seid. Ihr benutzt Gamerbegriffe im Alltag. Hi, ich bin XX SuperGamer92XX und du? Ich bin Tim. Aber ganz im Ernst, wenn euer Alltag aus Zocken besteht, ist es doch klar, dass ihr Alltagsbegriffe auch beim Gaming benutzt und Gamingbegriffe beim Alltag. Also der Alltag ist doch... Nummer 5. Ihr werdet nervös, wenn das Update zu lange dauert und ihr nicht weiter zocken könnt. Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten! Ich sag mal, wer kennt das nicht? Pokémon Rote Edition auf dem Gameboy, wenn da das Update lange gedauert hat, das hat einfach genervt. Ich sag's nicht noch einmal! Vor allem, wenn eure Internetverbindung nicht die allerschnellste ist, kann das schon mal richtig an die Nerven gehen. Nummer 6. Du bist mega aufgeregt, wenn neues Game Release angekündigt wird und markierst dir den Termin im Kalender. Anzeichen Nummer 7, dass du spielesüchtig bist. Deine Freundin heißt PlayStation und ihr wohnt schon länger zusammen. Anzeichen Nummer 8. Du bist am Boden zerstört, weil du deinen Gameboy beim Klogang vergessen hast. Gut, dass ich wenigstens meine Tasse dabei habe. Anzeichen Nummer 9. Am Release-Date eures Lieblingsgames habt ihr die Beta schon mehrmals durchgezockt und seid trotzdem noch als allererstes beim Laden vor der Tür. Und das letzte Anzeichen, dass ihr spielesüchtig seid. Nur noch ein Spiel! Geht's jetzt schon seit 5 Stunden lang. Wenn eins der Anzeichen auf euch zutrifft, dann rate ich euch, holt euch Hilfe. Unter emp.de zum Beispiel kriegt ihr sehr viel gutes Gaming-Merch. Wenn euch die Videos gefallen, dann abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Ich bin der Matt und ich gehe jetzt erstmal ordentlich zocken. Ciao!